Und herzlich willkommen zu den Verties, den allerersten deutschen Vertical Video Awards ever. Wurde auch langsam Zeit, würde ich sagen, weil ich meine, wir sind ja schließlich nicht alle erst seit gestern komplett süchtig nach TikTok, den ganzen coolen Trends und besonders auch den ganzen Creatern. Und genau diese außergewöhnlichen Kreativen wollen wir heute feiern und ihnen eine Bühne geben. Hier im The Read Berlin, im Livestream auf verties.de und auf dem TikTok-Account von Daily Pie TV. Natürlich unter strengster Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. Alle wurden gleich zweifach getestet, mithilfe von Schnelltests in unserer selbst aufgestellten Teststation. Alle nötigen Abstände werden natürlich immer eingehalten und hinter der Kamera tragen alle Masken. Aufgrund der aktuellen Situation können wir heute leider nur unsere Gewinner hier vor Ort haben. Wir hätten natürlich mega gerne mit allen Nominierten und unserer Jury zusammen hier richtig fett gefeiert. Aber Gesundheit und Sicherheit gehen natürlich vor. Trotzdem erwarten euch heute einige mega coole Überraschungen, Special Music Acts, coole Ballonspiele und auch ein Gewinnspiel für euch zu Hause. Die diesjährigen Nominierten wurden mithilfe unserer hochkarätigen, achtköpfigen Jury ausgewählt, die aus TikTok-Profis und Brancheninsidern besteht. TikTok-Creatorin Dahlia, Gen-Z-Consultant Neil Heinisch, Podcasterin Alina Ludwig, Investor und Entrepreneur Frank Thelen, Sängerin und TikTok-Creatorin Vanessa Mai, Speaker und Entrepreneur Dr. Theo Pamm, Social-Media-Expertin Ann-Kathrin Schmitz und Cookie Bros-Gründer Marc Mühjolle. Die jeweils 10 Creator jeder Kategorie mussten sich dem Urteil unserer Jury stellen und durch ein Punktevergabesystem wurden dann im Endeffekt die 3 Nominierten ausgewählt, aber den Gewinner der jeweils 8 Kategorien habt im Endeffekt erst ihr da draußen gekürt, indem ihr gevotet habt. Also freut euch auf eine Stunde voller cooler TikTok-Kreationen, witziger Showeinlage und einem Musik-Act, der sich nicht nur hören, sondern auch sehen lassen kann. Und zwar Faye Montana mit einem Teaser von ihrem brandneuen Song. Alles mit freundlicher Unterstützung von unserem Partner Aldi Nord, der schon richtig früh mit coolem Brand-Content am Start war und schon mit richtig vielen erfolgreichen Creatoren gearbeitet hat. Außerdem gibt es weiteren Support von Jam FM, dem Hauptstadtsender, der immer die coolsten und neuesten Songs hat, die spätestens dann auch bei TikTok rauf und runter laufen. Bevor wir aber zu unseren 8 Gewinnern kommen, würde ich sagen, machen wir einfach noch eine 9. Kategorie auf. Oder? Denn auch ihr könnt heute etwas richtig, richtig Cooles gewinnen. Und zwar ein Creator Starter Pack, bestehend aus einem iPhone, Stativ und Ringlicht, einer Powerbank und einer richtig coolen Aldi Nord Bauchtasche. Und alles, was ihr dafür tun müsst, eigentlich gar nicht so viel. Ihr müsst einfach nur hier im Livestream unten in die Kommentare schreiben, warum ihr gerade der nächste TikTok-Superstar seid. Weitere Teilnahmebedingungen gibt's auf verties.de und wer weiß, vielleicht steht ihr ja dann nächstes Jahr hier schon auf dem Siegertreppchen der Verties. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, mal genug gelabert und eingeleitet hier. Wir kommen jetzt mal zu dem Punkt, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar zur ersten Kategorie. Sie nehmen Spaß ernster als jeder andere. Deshalb sind Sie auch unsere Nominierten in der Kategorie Comedy. Ob Alltagswahnsinn oder aufwendige Sketche, diese 3 bringen uns wirklich immer zum Lachen. Paulo Muck, der selbsternannte Allmann, der niemanden außer sich selbst braucht, um andere zum Lachen zu bringen. Oh, endlich brauchen wir die Dinger nicht mehr. Nicht bewegen. Du hast irgendwas ganz Komisches unter den Augen. Was machst du? Bleib ganz ruhig. Rezo, der blauhaarige Entertainer, der in Sachen Comedy alles andere als grün hinter den Ohren ist. Das Spannende ist, wie sich der Ton so subtil verändert, wenn man ein bisschen Cola da reintut. Und jetzt Achtung! Habt ihr es gehört? Fresh
Torge. Egal ob als Helga, Sandra oder Marianne, Torge sorgt für jede Menge Aufsehen. Egal, ob es dir passt oder nicht. So, senden. Ha! Ja, genau. Ich bin der Boss. Ich sag hier, wo es lang geht. Lass mir doch nichts vorschreiben von dir, ey. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Wir kommen zum allerersten Wörti, der jemals verliehen wird. Und zwar geht der an Paolo Muck. Cappuccino bestellt. Cappuccino. Ja, genau. Wer zur Hölle bestellt bei uns einen stinknormalen Cappuccino? Keine Ahnung, ich habe ihn auch gefragt, ob er nicht lieber den Iced Frappuccino Mocha Light Mango Spiced Oriental JavaScript Cookie Cream Blended Roast Drip Sheesh für 18 Euro haben will. Ja, das wäre eine gute Wahl gewesen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Verti. Danke. Der allererste Verti ever. So. Deine TikToks sind ja schon eher von der aufwendigeren Seite, würde ich jetzt mal sagen. Wie lange brauchst du denn so im Schnitt? Kommt drauf an, also von Video zu Video unterschiedlich, aber das kann 3 Stunden dauern, das kann 4 Stunden dauern, das geht aber auch mal in 15 Minuten. Aber wenn ich das wirklich, wie wir den Clip, den wir gerade gesehen haben, das waren 3 Stunden. Wie lange Stunden. Hast du das bitte auswendig gelernt? Ey, ohne Witz, ich habe es nicht auswendig gelernt, sondern mir extra an meine Abzugshaube in der Küche gehängt und dann einfach abgelesen. Schlau, ziemlich schlau. So. Sag mal, ist dir eigentlich auch irgendwann mal irgendwas peinlich? Nee, gar nichts? Nee, sonst also hätte ich das, glaube ich, würde ich nicht das Richtige machen, weil wenn mir das Flipflop ins Gesicht und was auch immer, wenn mir das alles peinlich wäre, dann würde ich kein TikTok machen, weil ich stehe dazu und es soll die Leute unterhalten, es unterhält die Leute ja wohl offensichtlich und das freut mich. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, dann? Ja, an der Stelle kannst noch. Kannst du dir den? Wahnsinn, wirklich. Danke an alle, die gewortet haben. Danke an meine Community. Danke an Danny und Hauke, soll ich auch noch grüßen. Omi und Opi, die schauen hoffentlich auch zu. Es ist der Wahnsinn. Wenn man überlegt, ich war vor gut einem halben Jahr arbeitslos, habe TikTok aus Jux angefangen und jetzt stehe ich hier. Ist eine Riesenehre. Vielen, vielen Dank. Krass, wow. So, jetzt haben wir unsere Lachmuskeln trainiert. Das ist auch tatsächlich meistens so das Einzige, was ich trainiere. Ich muss mich echt zum Sport immer ziemlich aufraffen, muss ich ja ehrlich gestehen. Aber unsere 3 Nominierten in der folgenden Kategorie, die helfen mir dann schon dabei, meinen Hintern doch mal irgendwie auf die Matte zu bekommen. Es geht offensichtlich um Kategorie Fitness. Und das sind unsere 3 sportlichen Nominierten. Katja Belief. Sie beweist mit ihrem Content, dass man beim Fitnesstraining Spaß in den Backen und in den Po-Backen haben kann. Shred Lifestyle. Als Babo nimmt er sich selbst gern auf den muskulösen Arm und hebt so seinen Kanal immer aufs nächste Level. Patricia Kraft. Ihr Nachname ist Programm. Neben cleveren Kraftübungen und gesunder Ernährung strotzt ihr Kanal nur so vor positiver Energie. Und hier haben wir den magischen Umschlag. Und Gewinner oder Gewinnerin in der Kategorie Fitness ist Katja Belief. Katja, herzlichen Glückwunsch! Vielen lieben Dank! Mega, mega cool. Sag mal, jetzt stehst du hier gerade schon vor mir. Hast du irgendwie ein paar Tipps für mich? So ein Fitness-Food-Geheimtipp zum Beispiel? Tatsächlich habe ich da echt einen guten Tipp für dich. Und das ist auch wirklich ein Geheimtipp für euch da draußen auch. Und zwar Selleriesaft, frisch gepresst, ohne alles. Das klingt nicht so lecker. Ist es auch nicht? Es schmeckt. Ach ja, schön. Danke für den Tipp. Aber er hilft wirklich gut. Er ist antibakteriell, entzündungshemmend, du kriegst tolle Haut und tolle Haare. Ah ja, gut, okay. Und bist fit wie ein Turnschuh.
Ja gut, dann probiere ich das vielleicht auch mal. Musst. So, sag mal, wie motivierst du dich denn jeden Tag so aufs Neue? Ob es jetzt um die Selleriesäfte geht oder um alles andere? Die Frage kriege ich wirklich tatsächlich sehr oft gestellt. Kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr oft, gerade jetzt in der Zeit. Ne? Es ist wirklich so, dass die Leute da draußen mich motivieren. Weil gerade jetzt in der schweren Zeit gibt es viele Menschen, die viel Motivation brauchen, Inspiration. Und ich habe mir das jetzt zur Berufung gemacht, die Leute umso mehr zu unterstützen und umso ja, kräftiger da Lust zu legen und Workouts für sie zu erstellen. Und das motiviert mich wirklich am meisten. Mega. Die Zeit, die jetzt so schwer ist, genau. So, damit hast du dir deinen Wörtel, würde ich sagen, auf jeden Fall verdient. Du kannst ihn dir jetzt nehmen, ich kann ihn dir leider nicht übergeben, aber... Danke! Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke! Achso. Achso, du wolltest noch was sagen. Wenn du noch was sagen möchtest, dann... Ich wollte mich nochmal bei meiner Community bedanken, die mich so unterstützt hat und ohne die ich jetzt hier nicht stehen würde. Also vielen lieben Dank auch an Mama und an meine Familie, die immer hinter mir stehen und vor allem danke an meine Community. Der ist für euch. So. Wenn ihr es, wie ich, mit Fitness nicht so habt, bis auf bald, ich probiere diesen Selleriesaft, könnt ihr es mit der folgenden Kategorie alles vielleicht irgendwie ein bisschen kompensieren, und zwar Beauty und Fashion. Ihre kreativen Beauty- und Fashion-Tipps braucht sich nämlich definitiv niemand schönreden. Hier sind unsere drei Nominierten. Rebecca Mir, Germany's Next TikTok-Model, Tough Woman und angehende Fashion-Mom. Silan Make-up und kreative Beauty-Hacks kann man sich auf ihrem Kanal garantiert abschminken. Schmidt, die als Model mit Haut und Haaren dabei ist, wenn es um die Hairstyles geht. So, dann schauen wir mal, welche der drei hübschen Ladies in dieser Kategorie gewonnen hat. Es ist Rebecca Mir. Rebecca kann heute leider nicht da sein, da sie selbst für Tough vor der Kamera steht, aber wir schicken ihr ihren Wörti natürlich zu und sie hat uns sogar eine kleine Videobotschaft geschickt. Hallo ihr Lieben, leider kann ich gerade nicht bei euch sein, aber ich freue mich wahnsinnig, dass ich in der Kategorie Beauty und Fashion gewonnen habe. Und ja, ich bin gerade, wie ihr seht, ich bin noch im TAF-Studio, ich muss noch ein bisschen arbeiten, aber das ist auch mein letzter Arbeitstag heute, denn dann gehe ich in eine Pause, aber bei TikTok werde ich natürlich weiterhin sein. Und ich wollte euch eine ganz, ganz liebe Grüße schicken und sagen, dass ich mich wahnsinnig freue und vielen, vielen Dank, dass ihr so lieb und viele für mich gewotet habt. Rebecca hat in einem Punkt auf jeden Fall alles richtig gemacht, dass sie heute nicht da ist, denn sonst wäre sie jetzt eventuell ein kleines bisschen nass geworden. Wir spielen nämlich jetzt eine epische Runde Ballonroulette. Falls ihr das noch nicht kennt, ich erkläre es euch mal kurz. Es werden ganz, ganz viele Ballons ineinander gesteckt. Die werden dann mit Wasser aufgepumpt. Also es wird dann nachher sozusagen eine riesige Wasserbombe sein. Und die Spieler müssen dann abwechselnd mit einem scharfen Messer die äußere Schicht vom Luftballon ganz vorsichtig aufschneiden. Und ja, die Person, die am Ende den letzten Ballon erwischt, die hat nicht nur verloren, sondern wird auch ganz schön nass. Leute, glaubt mir, ich habe das selbst schon erlebt. Ich war selbst schon die Letzte, ist nicht so geil. Aber wir hatten heute Morgen auf jeden Fall mega viel Spaß. Wir haben das nämlich heute Morgen schon gedreht und zusammengeschnitten. Also, let's play! Alter, da
Das waren doch schon zwei oder so. Das waren zwei. Das geht nicht. Nimm die andere Seite vom Messer. Die scharfe. Ja, du bist ja auch nicht für Education nominiert. Das ist echt schwer. In unseren Experience Elevator für die Brand heiße vierte Kategorie Brand. Wenn man sich nicht zu ernst nimmt und so ein bisschen die Sprache der Plattform spricht, dann ist TikTok auch für Marken eine richtig coole Plattform. Und die drei Nominierten dieser Kategorie machen es auf jeden Fall schon perfekt vor. Ahoi Brause Official sorgt stets für prickelnden Content und inspiriert nur allzu gerne zu einem Leben in Saus und Brause. Cookie Bros Official überzeugt mit Cookie Dough Content, der mit immer neuen Kreationen Appetit auf mehr macht. Mittelhessen. Durch die Bank weg unterhaltsamer Content rund ums Bankwesen, der safe Lust auf eine sichere Geldanlage macht. Und unser magischer goldener Umschlag verrät uns mal wieder den Gewinner, und zwar Cookie Bros. Cookie Bros, we got a new clone. Hey, Cookie Bros, yeah. Where can I get you the O? Let me know, oh. Cookie Bros, uh-huh. Where can I get you the O? Hey, Cookie Bros, yeah. Where can I get you the O? Let me know, oh. So, ich stehe jetzt hier mit Melissa. Du bist die, die quasi verantwortlich ist für alles, was so auf TikTok bei eurem Cookie Bros Kanal passiert, oder? Ganz genau, ganz genau. So, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, mega, mega cool. Ja, es ist für uns eine ganz große Ehre, heute hier zu sein. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, welchen Trend fandet ihr als Brand denn so am spannendsten? Beziehungsweise welchen habt ihr... Habt ihr welche mitgemacht? Bestimmt, ja, oder? Auf jeden Fall. Also generell sind für uns natürlich immer Foodtrends sehr interessant, weil wir da gucken können, dass wir das irgendwie für uns mit unserem Keksteig adaptieren können. In dem Sinne, in den letzten Monaten war ja dieser Tortilla-Wrap-Trend sehr groß. Wir haben dadurch gelernt, Leute mögen anscheinend keine Mandarinen. Wenn man sich unsere Echt? Kommentare anschaut, ja, Mandarinen sind nicht gut. Aber es war sehr erhellend, ja. Wirklich jetzt? Ja, Leute mochten keine Mandarinen. Okay, krass, sehr gut. Gut zu wissen. Aber sag mal, was war denn so das peinlichste TikTok, was ihr jemals hochgeladen habt? Boah, also ich glaube, so richtig peinlich ist uns, glaube ich, nichts mehr. Klar, wenn man sich jetzt so die alten TikToks anguckt, wo wir so angefangen haben, merkt man schon, ja, da gut. Haben wir uns ein bisschen entwickelt mittlerweile. Aber wir sind schon im Mr. Bro-Kostüm, sexy um Bäume getanzt. Da verliert man irgendwann diese Peinlichkeit, glaube ich. Ja, stimmt, glaube ich. Aber ich meine, gut, das war, glaube ich, bei jedem so, der mal angefangen hat und sich jetzt seine allerersten Videos anguckt, kann ich Bände von sprechen. Aber vielen Dank, dass ihr da seid und danke, dass ihr zeigt, dass Marken auch richtig cool sein können. Auf jeden Fall. ja, vielen Dank auch an alle von meinen Kollegen, dass die immer mit Engelsgeduld das Ganze ertragen, wenn wir da durchs Büro tigern, um irgendwelche TikTok-Videos zu drehen. Danke für die Unterstützung. Dann auch einmal Dank an alle Beteiligten hier, die einen fantastischen Job machen und das Ganze hier möglich machen. Und das größte Dank geht der größte Gang geht natürlich an unsere Community. Ihr habt krass für uns gewotet. Die Cookie Bros Gang war sowas von am Start. Ihr seid wirklich der Hammer. Vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich darf noch nicht so viel verraten, aber da kommt dieses Jahr noch einiges auf euch zu. Also bleibt gespannt und vielen, vielen Dank. Mega. Ja, jetzt bin ich neugierig. Okay, gut. Du darf kannst dir euren Wörti nehmen und... Danke, dass ihr da seid. Schön.
Da ich in der folgenden Kategorie selbst nominiert bin und das irgendwie voll weird wäre, wenn ich das jetzt selber machen würde, gebe ich das Mikro ab an unseren Special Guest des Abends, Faye Montana. Dankeschön und hi zusammen und willkommen zur Kategorie Dance. Unsere nächsten Nominierten tanzen immer ganz gerne mal aus der Reihe und flashen uns jedes Mal mit neuen Tänzen. Bisschen nach dem Motto, dance like nobody's watching, aber ein paar Millionen gucken schon zu. Die Nominierten in der Kategorie Dance sind... Noelle Goes Crazy. Der junge Tänzer weiß haargenau, wie man mit coolen Moves von Kopf bis Fuß seine Community zum Weiterschauen bewegt. Nikita Thompson Official. Die Choreografin ist vielen einen Tanzschritt voraus und liebt es, Dancefans mit zum Tanzen zu animieren. Julia Beautix. Sie weiß auf humorvolle Weise ihren Booty X zu shaken und verwandelt so die neuesten Trends in fresher Performances. Und der Verti der Kategorie Dance geht an... Julia Beautix! Herzlichen Glückwunsch! Hey Girl, freust du dich? Du warst gerade noch auf der Bühne und jetzt gewinnst du einen Birdie. Wie fühlst du dich? Hey Girl, du warst gerade noch auf der Bühne und jetzt gewinnst du schon einen Birdie. Wie fühlst du dich? Ja, ist irgendwie voll verrückt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auf den Part hier überhaupt nicht vorbereitet, weil ich so dachte, ach ja, keine Ahnung, ich gewinne bestimmt eh nicht. Erstens und ich, das hier alles und oh mein Gott, ey Leute, vielen, vielen Dank. Ich hätte damit echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ne? Ich freue mich echt für dich. Hast du so einen Lieblingstanz, zu dem du gerne tanzt auf TikTok? Ich muss ja sagen, dieser, oh, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Dieser Bestie-Tanz, dieses Bestie, komm mal Bestie. Da habe ich, glaube ich, so mit den längsten Ohrwurm von gehabt und den, also, den finde ich schon sehr mal cool. Sind immer noch, auch wenn er jetzt schon für TikTok irgendwie auch ein bisschen älter ist eigentlich, aber ja. Sehr nice, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich, du machst das alles super auf TikTok, du kannst auch sehr gut tanzen. Ich würde jetzt direkt dir deinen Birdie übergeben, mein Mikro ablegen und dann sehen wir uns gleich. Ja, danke schön. Oh mein Gott. Okay, der ist schwerer, als ich gedacht habe. Ich durfte die anderen ja nicht anfassen, aber es ist so verrückt. Ich habe irgendwie... Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Kategorie Dance jemals überhaupt irgendwas gewinnen kann, weil, falls ihr meine Anfänge auf TikTok mit dem Tanzen kennt, meine kleine, damals noch 11-jährige Schwester musste mir halt wirklich jeden Move einzeln beibringen. Aber mittlerweile klappt das schon ganz gut. Also wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der für mich gewotet hat. Ich finde es voll crazy, also wirklich Dankeschön. Und jetzt muss ich ja weitermachen, oh Gott. okay, das war jetzt voll aufregend für mich, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen Energie auftanken. Und zwar in der nächsten Kategorie Food. Die Kategorie wird präsentiert von Aldi Nord. Unser Catering besteht übrigens auch komplett aus Produkten von Aldi Nord. Und heute Abend gibt es auch noch vegetarische Gemüselasagne und vegane Burger. Auch alles mit den ganzen Produkten von Aldi Nord. Da hinten, oh, unsere Köche sind gerade weg, aber die kommen gleich bestimmt wieder. Aldi Nord ist uns spätestens mit ihrer coolen Preis-Preis-Baby-Kampagne auf TikTok aufgefallen. Und damit haben sie den Geschmack der Community mindestens genauso gut getroffen wie unsere drei Nominierten der nächsten Kategorie, die, wenn es um Essen geht, Food. Chander Koch, sein Geheimrezept, leckere Foodtorials mit einer ordentlichen Prise Kreativität. Tony Chen, er serviert uns die asiatische Küche nur allzu gerne auf dem eigenen Silbertablett.
Kitsch-Tortendekor, mit deren süßen Rezepten wirklich jeder etwas anfangen kann. So, ihr habt gewählt. Und zwar habt ihr gewählt Can der Koch. Letztens wollte ich Süßkartoffelpommes machen. Genauso wie man sie aus dem Restaurant kennt. Ich habe sie mit diesem Lächeln in den Ofen gegeben. Das war sehr labbrig. Aber ich wäre nicht Can der Koch, wenn ich es nicht nochmal versuchen würde. Dieses Mal habe ich ein bisschen Essig dazu gegeben. Dann habe ich Speisestärke dazu gegeben. Genug Abstand, das ist echt wichtig. Dann habe ich noch Öl drauf gegeben und sie mit einem neuen Lächeln in den Backofen gegeben. Und dieses Mal war ich mit dem Ergebnis echt zufrieden. Glückwunsch! Danke dir. Mega, mega cool. Ich muss ja echt sagen, ich bin selber so ein kleiner Fan. Ich verpasse kein einziges Video. Wow, danke schön. Also, ich finde deine Videos auch richtig, richtig cool. Ich finde, du hast es definitiv verdient. Und wir haben auch gerade gesehen, wenn was bei dir nicht so gut klappt, dann probierst du es nochmal und nochmal und nochmal. Bis es klappt. Ja, was war denn so das Längste? Wie lange hast du, was war das Längste, was du gebraucht hast, um dann das perfekte TikTok hochzuladen? Also, es ist, also ich beschreib mal das längste Gericht, was ich gemacht habe, weil es eigentlich relativ aktuell ist. Und zwar habe ich mich mit Ramen befasst, also der japanischen Nudelsuppe. Ja. Und wenn man die wirklich authentisch machen möchte, dann dauert das einfach extrem lang. Und das Kochen allein hat einfach 3 Tage gedauert. Also 3 Tage? Ja. Also wow. Es ist, aber in jeder Sekunde und in jeder Minute und jeder Stunde steckt Liebe drin. Oh, voll schön. Sag mal, du machst ja wirklich mega, mega viel, aber gibt's irgendwas, was bei dir auf gar keinen Fall auf den Tisch kommt? Ja, ich hoffe, wir fangen jetzt hier keine heiße Diskussion an, aber auf meinem Tisch, egal wo, darf keine Pizza mit Ananas kommen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Julia. Ich fange keine Diskussion an, ist schon okay. Ich bemühe mich, nicht zu diskutieren. Ich sehe schon. Nein, aber du hast dir deinen Wörthi auf jeden Fall verdient. Du kannst ihn dir jetzt dort wegnehmen. Ich Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Darf ich noch was sagen? Natürlich. In allererster Linie möchte ich mich für meine Community bedanken, weil ohne die hätte ich wahrscheinlich nicht die Motivation, jeden Tag diese Arbeit reinzustecken oder vielleicht manchmal auch bis 3 Uhr nachts meine Videos zu drehen, weil ich unbedingt was hochladen möchte. Auf der anderen Seite möchte ich noch jemandem danken oder auch mehreren Leuten, weil ich habe mir TikTok, glaube ich, letztes Jahr runtergeladen und war ziemlich lost auf der Plattform, weil ich keine Ahnung hatte, was ich posten möchte. Und als ich dann gesehen habe, beziehungsweise eine Person gesehen habe, die auf seine Art, auf seine humorvolle Art, sein Hobby auf TikTok gepostet hat, hat mich das motiviert und mir gezeigt, dass ich auch posten kann, was ich möchte. Und dieser Typ ist auch ein Pionier genau in dieser Kategorie und deswegen möchte ich auf Wendentyp, den wahrscheinlich jeder hier kennt und den wahrscheinlich auch ganz TikTok kennt, ganz TikTok Deutschland, möchte ich auf jeden Fall danken. Und auch jeden, der auf TikTok einfach zeigt, dass man nicht das machen muss, was jeder macht, sondern mit seiner Leidenschaft Content produzieren kann. Danke. Hast du echt voll schön gesagt. Danke, dass du da bist. Danke. Unser Special Act trifft immer den richtigen Ton. Ob sie mal schnell meine Moderation übernimmt oder ihren neuen Song performt. Ich übergebe das zweite Mal das Mikro an Faye, die uns jetzt einen Teaser von ihrem neuen Song, der im Mai rauskommt, in Akustikversion spielen wird, und zwar im Experience Elevator hier im The Reed. Hey, das ist Rock Me Down, kommt raus im Mai. I'm not one of your side chicks. You're my side boy. Doing flick flick right when I'm done with you. Just fill a void. You call me when the party's over and you're home alone. Cold girl, cause I've learned how boys like you get feelings burned. All that I can see is the truth that tears us apart. Wanna show you affection, but I gotta wait till it's dark. I need you to rock me down, or just knock me out. Ain't gonna slow it down, and I don't wanna talk it out. Don't call me a baby, yeah, I like it, but we're keeping it shady.
Cause I need you to rock me down, or just knock me out. Yeah, we are going up in flames. I like it when you say my name. Hot shot, cold blood, you're dangerous, but I don't wanna stop. You are the one I shouldn't touch. We're far gone, but still not far enough. Good girls can keep their hands still. Say it to myself, but no, I never will. All that I can see is the truth that tears us apart. No, wanna show you affection, but I gotta wait till it's dark. I need you to rock me down, or just knock me out. Ain't gonna slow it down, and I don't wanna talk it out. Don't call me a baby, yeah, I like it, but we're keeping it shady. Cause I need you to rock me down, or just knock me out. Bring me back to hell tonight. Deep in the night, don't wanna wake up. Pillowcase full of makeup. For as long as we're back in hell. Keeping it low so no one else can tell. Deep in the night, don't wanna wake up. Pillowcase full of makeup. For as long as we're back in hell. Woo! I need you to rock me down, or just knock me out. Ain't gonna slow it down, and I don't wanna talk it out. Don't call me a baby, yeah, I like it, but we're keeping it shady. Cause I need you to rock me down, or just knock me out. Bring me back to hell tonight. Bring me back to hell tonight. Yeah, 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 yeah. To hell tonight, yeah, baby, you should bring me back to hell tonight. We keep on going till we see in the light. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Faye. Das war wirklich richtig, richtig schön. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Song im Mai dann endlich rauskommt. Und wir kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie, und zwar DIY und Lifehack. Diese Kategorie ist präsentiert von Aldi Nord. Die sind auch definitiv Meister des Fachs. Ob Food, Fashion oder Magic, unsere Nominierten zaubern für ihre Community immer wieder neue Ideen aus ihrem Hut. Big Bang Bash, der Snack-Experte, der uns mit seinen Hacks immer wieder das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Wenn ihr einen gefallen, den so unser Rat hat und ihn runterschneidet, einfach um ihn zu essen und so weiter, dann werft dieses Endstück nicht weg, Leute. Es wird wieder hochwachsen. Es dauert ein paar Tage, dann habt ihr wieder so viel Salat und könnt es wieder essen, Leute. Fabian Magic, er zieht die Follower mit seinen Tricks magisch an und verzaubert damit seine Community. Ja klar, natürlich, so leer können wir es nicht lassen. Jewel, nur für dich! Oh mein Gott, Ehrenmann, Dankeschön. Oh mein Gott. Oh, ich küsse dein Herz. Laura X. Lora, bei ihr muss man kein Cash auf der Tasche haben, um die neuesten Styles zu rocken. Eine Regenjacke aus einer Wasserluftmatratze, geht das? Ich habe mir die Challenge gestellt, das zu machen. Also habe ich erstmal ein T-Shirt genommen, das ausgeschnitten, dann habe ich alles zusammengenäht und ja, dann war meine Jacke fertig. So, und aus unserem magischen Umschlag zaubere ich im wahrsten Sinne des Wortes den Gewinner, und zwar Fabian Magic. Wenn ich hier einfach eine Karte raussagen will, zum Beispiel diese hier, die Karte jetzt gut merken, die Karte kommt zurück in die Mitte des Spiels. Hier ist die Herz 8, die kommt jetzt hier zurück in die Mitte, okay? Ich versuche die Karte jetzt wieder elektrostatisch zu finden. Dafür lade ich hier einmal meinen Finger auf, ich schreibe hier einmal ein bisschen am Deck und jetzt kommt eine Karte raus und die kommt wieder aus der Mitte des Spiels heraus. Fabian, herzlichen Glückwunsch, mega, Dankeschön. Mega cool. Sag mal, du kannst ja voll gut zaubern, haben wir gerade gesehen. Hast du denn irgendeinen Trick, den du uns zeigen kannst und auch zeigen kannst, wie der geht? Oh, ist die Frage, wo mir am öftesten gestellt wird. Wirklich? Wenn ich Leute anspreche, die sagen immer, Fabian, zeig mal einen Zaubertrick. Hat doch mal. Ich habe gerade ein bisschen Husten, Entschuldigung. Ah ja, und wie? Jetzt willst du wissen, wie es geht? Ja,
das sah irgendwie ein bisschen zu kompliziert aus dafür, dass ich das jemals nachmachen könnte, aber zeig mal. Ja, an sich ist der Trick ziemlich leicht, das kann auch jeder zu Hause selber nachmachen. Ich zeig das kurz. Ja. So. Man nimmt hier einfach so 10 bis 15 Karten in die Hand, versteckt die so in der Hand, das darf halt der andere nicht sehen, dann tut man so, als man hustet und dann zieht man die raus. Okay, also es ist eigentlich... sieht es so aus. Also in schnell sieht es dann so aus, als ob man die halt auskotzen würde. Mhm. Und dann erschrecken sich immer die Leute. Also es ist eigentlich so ein Ding von Schnelligkeit. Genau, und Ablenkung. Ja. Ich meine, du hast ja nicht gemerkt, wie ich die Karten in die Hand genommen habe. Vorher. Nee, stimmt. Wie hast du es gemacht? Ja, das habe ich einfach... Ich bin ja in meine Tasche gegangen, habe dich dabei angeguckt und habe die dann rausgeholt. Weil du hast ja dann nicht auf meine Hände geachtet. Stimmt, ja, ich habe echt nicht drauf geachtet. Okay, ja, mega cool, danke. Und zu Recht hier dein Vati. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und natürlich an jeden, der mich unterstützt und meine Videos schaut. Wirklich, ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Dann nimm dir dein Vati und zauber dich zurück auf deinen Platz. Hör. Okay, dankeschön. Ja, Leute, wieder was gelernt, würde ich sagen. So wie in der nächsten Kategorie, Education. Hier wissen die Nominierten immer, wo es lang geht. Egal ob Recht und Gesetz, Gesundheit oder Karriere. Unsere Community lässt sich von diesen drei Besserwissern definitiv gerne was erzählen. Den sympathischen Besserwissern. Sollte nicht doof klingen. So, hier sind die Nominierten. Herr Anwalt, der CEO of Eine Minute Jura ist völlig zu Recht der TikTok-Anwalt eures Vertrauens. Ich bin 35 Jahre alt, ich habe 5 Jahre Jura studiert, 2 Jahre Referendariat gemacht, bin seit mehreren Jahren Anwalt, um mir endlich meinen Traum zu erfüllen. Mein erstes eigenes Fahrrad. Doc Felix, er ist der angehende Arzt, dem viele beim Schauen vertrauen. Von uns hat irgendwo fehlerhaftes Erbgut, was vielleicht Krankheiten begünstigt. Deshalb ist genetische Vielfalt total gut für unsere Gesundheit, für unsere Kultur und auch für unsere Kinder. Karriereguru, er hat eure Karriere zu seinem Job gemacht und gibt der Community Tipps zu Beruf und Studium. Ah, Herr Müller, kommen Sie rein. Herr Meier, wir wollten ja heute über die längst fällige Gehaltserhöhung sprechen. Ach ja, jetzt setzen Sie sich erstmal hin und erzählen, wie es der Familie geht. Das mit dem Gehalt kriegen wir dann schon irgendwie hin. So. Und unser Teacher des Abends ist Herr Anwalt. Wenn du an Weihnachten oder Silvester Besuch vom Ordnungsamt oder der Polizei bekommst, dann bleib geschmeidig. Denn einfach betreten dürfen die Beamten deine Wohnung nicht. Die Polizei braucht dafür entweder einen richterlichen Beschluss oder aber es muss Gefahr im Verzug für Leib oder Leben vorliegen. Bedenke aber, du bist ein Rechtsfreund. Kein Rechtsfeind. Denk an deine Mitmenschen, halte dich an die Gesetze. Tim, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mega, mega cool. So, du lehrst uns ja immer ziemlich viel und das machst du auch echt richtig, richtig gut. Ich muss sagen, ich habe auch schon einiges von dir gelernt, was ich nicht im Ansatz wusste. Aber was würdest du denn gerne mal auf TikTok lernen? Was es definitiv noch viel zu wenig gibt, Tutorials für TikTok-Tänze. Wann immer ich das mache, brauche ich da leider 2 Monate für. Du kennst die Schwäche von mir. Und ja, bitte, bitte mehr Tutorials. Ja, wir haben tatsächlich mal echt recht lange zusammen geübt. Genau, tatsächlich. Ja. Aber es hat am Ende geklappt, also. Es hat geklappt. Ja. Und was hast du denn letztes Jahr so auf TikTok gelernt? Also es ist gar kein Video eigentlich, aber was ich gelernt habe, vor allen Dingen im Zusammenspiel auch mit anderen Creatoren, ist, was für mich super überraschend war, dass wirklich alles ganz normale Menschen sind mit ganz normalen Träumen, Hoffnungen oder auch Problemen. Und ja, das hat mir doch den Einstieg in TikTok super erleichtert. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Das stimmt. So, dann... Ja. Dein Verti. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und auch ich möchte mich natürlich nochmal bei meiner Community bedanken. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen für das Voting. Ich möchte mich bei meinem Management bedanken und vor allen Dingen auch hier bei Aldi Nord, Intermate und Jam FM und vor allen Dingen The Weed für die tolle Location. Vielen, vielen Dank. Und zuletzt möchte ich meinen 3 Katzen zu Hause danken, wovon einer ein Mensch ist. Danke. Cool, danke.
So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Gewinner des Abends. Und zwar die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit dem kreativsten Kommentar. Und zwar... gewonnen hat einfach Punkt unterstrich Lisa. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst ein Creator Starter Pack mit iPhone, Stativ, Ringlicht, einer Aldi Nord Bauchtasche und einer Powerbank. Ich hoffe, du freust dich und wir freuen uns dann in Zukunft auf deine ganzen coolen TikToks, die du damit drehen kannst. Und an alle anderen natürlich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. So, irgendwie verging die Zeit jetzt wirklich so wie im Flug. Das war es nämlich tatsächlich schon mit den allerersten deutschen Vertical Video Awards ever. Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, an unsere tolle Jury, unsere 24 Nominierten und natürlich auch an euch da draußen, die alle fleißig gewotet haben. Herzlichen Glückwunsch an unsere 8 bzw. 9 Gewinner und natürlich großes Danke an unseren Partner Aldi Nord, auch für die Unterstützung von Jam FM und auch großes Danke an The Read. Ohne euch wären die Verties definitiv nicht so cool geworden, wie sie es jetzt waren. Und natürlich auch noch riesengroßes Dankeschön an unsere Produktion. Wir können da, glaube ich, auch mal hinfilmen. Da, Leute, schaut mal. Die sitzen hier nämlich schon den ganzen Tag und tippen und filmen und machen alles. Das ist nämlich hier wirklich ganz schön großes Ding, Leute. Und ja... Wenn euch das jetzt aber nicht gereicht hat an Behind the Scenes, ihr könnt auch noch mehr Behind the Scenes Content auf dem TikTok-Account von Aldi Nord bekommen. Also schaut da auf jeden Fall auch noch unbedingt vorbei. Wir sehen uns hoffentlich beim zweiten Award wieder. Dann auch hoffentlich endlich wieder vor Ort. Ich bin Julia Beautics und es war mir eine Ehre, euch heute durch den Abend.